Willkommen zurück zum Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video ausgiebig mit der sogenannten This-Referenz und den Modifizierern Public und Private auseinandergesetzt. Und in diesem Video schauen wir uns den Modifizierer Static an und was dieser für Konsequenzen hat. Die Klasse, die ich hier im letzten Video erstellt habe, die schiebe ich einfach mal in eine andere Datei. Und wir gucken uns jetzt genauer an, was es heißt, ein Klassenmitglied static zu machen oder nicht. Und dazu schreiben wir uns einfach eine Beispielklasse. Und dieser Klasse geben wir ein Feld. Und dann vielleicht auch noch eine Methode, die irgendwas auf diesem Feld macht. Machen wir es mal einfacher und machen das mit einem Int-Wert. Also nichts Besonderes. Es geht hier auch gar nicht darum, dass diese Klasse einen besonderen Zweck erfüllt, sondern wir möchten natürlich bloß veranschaulichen, was jetzt der Unterschied zwischen statischen Mitgliedern und nicht statischen Mitgliedern ist. Deswegen mache ich hier auch nochmal ein statisches Feld. Und damit man das besser auseinanderhalten kann, nenne ich dieses Feld hier oben Instanzfeld. Und ich mache ebenfalls noch eine Methode, die auch statisch ist. Okay, wir sehen jetzt hier jeweils den Modifizierer static bei zwei der Klassenmitgliedern und bei den anderen nicht. Was wir machen können, ist, dass wir, ich mache jetzt mal dieses Feld auch noch public, damit wir darauf zugreifen können von außerhalb. Uns das leichter ansehen können. Was heißt jetzt static? Static heißt, dass dieses Feld und diese Methode nicht an ein Objekt gebunden sind. Was wiederum in Konsequenz heißt, wir müssen nicht erst diese Klasse zu einem Objekt instanzieren, um auf diese Werte zuzugreifen. Also, wie schaut das Ganze aus? Wir können einfach über den Klassennamen auf das statische Feld hier direkt zugreifen, wie man sieht. Das ist etwas größer. Oder wir können eben diese Funktion hier aufrufen. Kann man einfach mal machen. Ohne dass wir jeweils ein Objekt instanziert haben. Und genau das Gleiche machen wir beispielsweise, wenn wir console-writeline aufrufen. Und dann beispielsweise hier den Wert dieses statischen Felds ausgeben. Diese WriteLine-Methode, die gibt es, wie man sieht, in mehreren Überladungen. Und diese sind alle static, wie man sieht. Das bedeutet wiederum, dass diese Methoden nicht über ein Objekt aufgerufen werden, sondern über den Klassennamen. Und was wir zu Beginn der Videos eben gemacht haben, ist, wir haben
statische Methoden der eigenen Klasse jeweils aufgerufen. Und das, wenn wir das machen, dann brauchen wir bei dieser Schreibweise, beim Aufruf von statischen Methoden, eben nicht mal den Klassennamen angeben, weil sich diese statische Funktion eben in derselben Klasse befindet. Aber das ist nur dann der Fall, sobald wir hier WriteLine in einer anderen Klasse liegt, müssen wir eben den Namen der Klasse davor schreiben und den Punktoperator nutzen, um auf diese statische Funktion zuzugreifen. Wir können das uns auch einfach mal anschauen, wenn wir hier rein debuggen. Dann kommen wir hier letztendlich bei diesem Aufruf an und wir landen dann hier in dieser statischen Funktion, erhöhen den Wert des statischen Feldes. So, das zweite, was man bei statischen Funktionen beachten muss, ist, wir haben hier keine this-Referenz. Haben wir in dem vorherigen Video auch schon gesehen, als wir versucht haben, in der Main-Funktion mal auf this zuzugreifen, während wir debuggt haben. Und das geht nicht. Und der Tooltip ist eigentlich auch schon eindeutig. Er sagt hier, you cannot use this in static member. Also wir können nicht die this-Referenz in einer Funktion oder einer Eigenschaft nutzen, wo auch immer, die static ist. Das geht nicht. Warum? Na, weil diese this-Referenz implizit ja gesetzt wird, wenn wir über ein Objekt eine Funktion aufrufen. Also wir instanziieren jetzt mal diese Klasse, was natürlich auch geht. So. Und wir können jetzt hier eben die Methoden erhöhe Instanzfeldwert und das Instanzfeld tatsächlich aufrufen, wenn wir diese Objektreferenz mit dem Punktoperator dereferenzieren. Bitte aufpassen, es geht nicht, dass wir über die Objektreferenz die statischen Methoden aufrufen, wie man hier offensichtlich sieht. Wir sehen bloß die beiden Member, die eben Instanzmitglieder der Klasse sind. Okay, nochmal zurück zur this-Referenz. Was heißt das? Wir können in statischen Methoden nicht auf die Instanzmitglieder der Klasse zugreifen. Das geht nicht. Das muss man wirklich im Hinterkopf behalten. Und dann, das ist eigentlich die logische Schlussfolgerung. Ne? Also wenn ich hier sagen möchte, Instanzfeld, das geht nicht. Man hat keine Möglichkeiten, aus diesem statischen Kontext auf irgendwelche Objektdaten ranzukommen. Und das ist auch jetzt, glaube ich, eine gute Unterscheidung, wo man feststellt, wo ist eigentlich jetzt hier der Unterschied zwischen static und nicht static. Ist eben, das eine ist objektgebunden und das andere ist direkt eben, das kann man fast schon ansehen wie hier eine globale Variable oder eben fast schon eine freie Funktion, wie wir sie aus C kennen. Ja, und dann können wir natürlich andersherum sagen, aus dieser Instanzfunktion kann ich sehr wohl den Wert eines statischen Feldes beispielsweise ändern. Ich mache jetzt hier nochmal eine Instanzfunktion. Und hier innerhalb dieser sieht man offensichtlich, dass wir auf dieses statische Feld sehr wohl aus Instanzvariablen zugreifen können. Und jetzt schauen wir uns mal an, was hier so passiert, wenn wir diese Funktion aufrufen über das Objekt. Und ich mache mal mehrere Objekte, damit wir das auch noch sehen, wie sich dann das statische Feld verhält.
debuggen jetzt mal durch den Code durch. Wir machen hier den Aufruf auf die statische Funktion, erhöhen diesen Feldwert, der ist damit 1. Wir geben hier diesen Wert nochmal aus, das heißt, auf der Konsole steht jetzt nichts Besonderes, außer eben die 1, wie man hier sieht. Dann erstellen wir uns ein neues Objekt aus eben dieser Klasse und rufen jetzt eine Instanzfunktion auf und sehen hier, dass eben auch hier auf dieses statische Feld zugegriffen wird. Und wir können jetzt mal gucken, was hat denn dieses Feld für einen Wert? Und wir sehen, aha, das ist die 1. Das heißt, dieses statische Feld hat offensichtlich sich den Wert, den ich hier inkrementiert habe, gemerkt. Und wenn ich das jetzt ausführe, ist das statische Feld eben, hat den Wert 2, wie man sieht. Nochmal ein neues Objekt, wir rufen die Funktion nochmals auf und sehen, das statische Feld hat immer noch den Wert 2. Und wenn ich hier inkrementiere, bin ich logischerweise bei 3. Also, statische Mitglieder sind für alle Objekte oder für alle Instanzmitglieder erreichbar. Und der andere wichtige Fakt, die Werte von statischen Feldern, die werden über alle Objekte hin geteilt. Es ist egal, ob ich diese Funktion über Objekt A oder über Objekt B aufgerufen habe, letztendlich greifen sie auf den gleichen Speicherbereich zu. Und dieses Verhalten ist, kann man wirklich 1:1 mit der Verhaltensweise von globalen Variablen in C sehen. Und genauso ähnlich kann man eben statische Funktionen in Klassen wie freie Funktionen in C sehen, die einfach im Code-File liegen und die man aus jedem beliebigen anderen Kontext, aus jeder beliebigen anderen Funktion einfach aufrufen kann, ohne dass man dazu ein bestimmtes Objekt braucht, um diese Instanzen eben oder diese Instanzmitglieder zu nutzen. Wenn wir das hier auf der Konsole ausgeben, sieht man eben hier, wir haben tatsächlich immer dasselbe Feld manipuliert, egal ob wir es aus einem statischen Kontext oder auch über die Objekte hier, über die Instanzmethoden manipuliert haben. So, und im Gegenzug dazu, das haben wir natürlich schon vor ein paar Videos besprochen, wenn wir jetzt hier mal die Instanzmethoden aufrufen noch, also wir sagen Objekt A, erhöhe Instanzfeldwert und ebenso Objekt B, erhöhe Instanzfeldwert und wir geben diese Feldwerte danach mal aus. Und meinetwegen können wir das Ganze danach einfach nochmal wiederholen, damit wir wirklich sehen, dass es getrennt ist. Wenn wir jetzt bis zu dieser Zeile uns mal im Debugger bewegen und hier jetzt den Feldwert erhöhen, dann sehen wir eben, standardmäßig ist der noch 0. Und hier, wenn wir das bei Objekt B machen, ist es ebenfalls noch 0. Das heißt, hier werden eben bei Instanzfeldern die Werte nicht geteilt, sondern jedes Objekt bekommt letztendlich sein eigenes Feld zugewiesen, das es manipulieren kann. Ja, also wir sehen jetzt hier auf der Konsole, dass jeweils die 1 und die 1 für den jeweiligen Feldwert ausgegeben wurden. Und hier machen wir das Gleiche nochmal und wir sehen eben, wenn dieses Feld geteilt wäre, müsste hier jetzt mindestens schon 2 drinstehen. Aber wir sehen eben, Instanzfelder sind pro Objekt angelegt und jedes Objekt verwaltet sozusagen seine eigenen. Und das ist eben der große Unterschied zu statischen Feldern. Wenn wir jetzt nochmal ausgeben, haben wir eben jetzt hier jeweils 2 drinstehen. Dann wird man jetzt sagen, ja,
super, benutze ich bloß noch statische Sachen, brauche ich mir ja keine Objekte erstellen, kann ich mir diese New-Aufrufe sparen. Das Ganze ist leider überhaupt nicht objektorientiert. Also ich rate Ihnen jetzt sofort, verwenden Sie statische Felder und statische Methoden nur in ganz, ganz besonderen Fällen. Machen Sie ansonsten wirklich sämtliche Mitglieder einer Klasse, die Sie schreiben, als Instanzmitglieder. Seien es Felder, seien es Methoden, Eigenschaften, Events und so weiter, was wir uns später noch anschauen. Denn, ich nehme es jetzt gleich mal vorweg, diese statischen Mitglieder, mit denen kann man keine Polymorphie betreiben. Polymorphie ist eben eines der wichtigsten objektorientierten Konzepte, um letztendlich flexiblen Code zu bekommen, weil wir nämlich, wenn wir bestimmte Sachen aufrufen, das Objekt, was dahinter, hinter diesem Aufruf steckt, einfach austauschen können, wenn wir Polymorphie einsetzen, ohne dass es der Aufrufer überhaupt merkt, dass er da gerade ein anderes Objekt benutzt hat. Entschuldigung. Und genau das geht eben mit statischen Membern nicht. Ja, ich fasse nochmal kurz zusammen. Static heißt, wir teilen das, also es ist wie eine globale Variable, es ist wie eine freie Funktion in C letztendlich. Man benutzt halt noch den Klassennamen, um diese Funktion aufzurufen. Wenn die Funktion nicht in der eigenen Klasse liegt. Und wenn man über Instanzen auf diese statischen Mitglieder zugreift, vor allen Dingen auf Felder, dann merkt man eben, dass diese über alle Objekte geteilt sind. Also statische Mitglieder werden nur einmal im Code angelegt. Beziehungsweise, um genau zu sein, die statischen Felder. Und wir haben gelernt, mit Static Members ist keine Polymorphie möglich, eins der wichtigsten objektorientierten Konzepte. Und deswegen versuchen wir jetzt, so weit wie möglich in den zukünftigen Videos und Übungen, diesen Static Modifier zu vermeiden. Also im Idealfall ist bei einer Konsole-Applikation bloß die Main-Funktion Static. Okay. In diesem Video haben wir uns nochmal genauer mit Instanzen und statischen Mitgliedern auseinandergesetzt. Und im nächsten Video schauen wir uns dann an, was heißt das denn jetzt, was ich über diese Modifizierer Public und Private und Static gelernt habe. Da kommen wir nämlich zum ersten großen Paradigma der Objektorientierung und das ist die Kapselung. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!